von Geburt. Und weil er schon ziemlich alt ist, jetzt, wir werden machen ein Geschenk. Wir werden heute sagen alles, was Beethoven wollte nicht, dass die Leute wissen über ihn. Manche Sonate, manche ist der Name war gegeben von die Person von der Verlag. Er wollte einfach das verkaufen. Und das klingt Mondscheinsonate. Okay, jetzt werden wir ein bisschen sehen, was in diesem Mondschein passiert. So, dieser Mondschein war diese romantische, in der Mondschein, zwei Seelen zusammen, einfach so. Und diese, vielleicht Wasser, vielleicht in einem wunderschönen Platz und so. Jetzt werden wir sehen, was das eigentlich leider ist. Das hier ist so ein bisschen, ich muss das für immer jetzt haben. Was kann sein, eine Musikphrase so? Sonate 109 ist die erste von dieser Trilogie. Und was wir spüren können, ist wirklich schon ein Beethoven, der kann leben. Ein Beethoven, der kann akzeptieren. Ein Beethoven, der kann absolut, trotzdem hat die Zeit, wo er ist, voll mit Wut. Aber ist ein Beethoven, der kann schon sehen. Ist eine Szene so. Eine Person läuft zu der Bahn, läuft, hat keine Zeit, und er riecht ein Parfum. Der Parfum von der Ex, vielleicht, ja? Von der Ex, der gestorbene Frau. Ich hatte etwas zu tun, aber ich bin jetzt in mein Gefühl. Total in meinem Gefühl. Und was passiert mit Beethoven? Ist so, ein schöner Tag, la. Boom! Ich bin in einem anderen Platz jetzt. Und er zeigt die schwache Zeit. Ist diese Zeit von Beethoven, dass er konnte nie zeigen zu den anderen Leuten, dass er auch schwach ist. Das ist ein bisschen so wie lauf, aber guck mal die Sterne. Letzte Variation ist unglaublich. Weil jetzt können wir wirklich sehen, viele Elemente in der Klavier, und wir können auch wirklich sehen, diese Zeit, wo er geht durch diese Transfiguration, der Zeit, wo er lässt diese Welt.